Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal und ich bin nicht alleine, ich habe den Mudde dabei. Hallo. Und wie ihr es schon gemerkt habt, ja, wir spielen schon wieder Minecraft. Kommt, ihr wollt auch, habt auch Bock auf Minecraft und so weiter. So, wir haben... Dankeschön. Ich mag gerne doch. Also, wir haben uns jetzt hier ein Modpack ausgesucht, das Direwolf 20. Und bevor ihr jetzt hier in den Kommentaren diese, ey, das ist aber voll von Evolve geklaut. Wir hatten Bock auf ein Modpack mit Technik und Magie. Ich habe da ja wohl gar kein bisschen angeschaut. Ich weiß, mir nur ein bisschen Mods kurz angeschaut. Reingeschaut habe ich nicht und das Evolve Let's Play Gedönse habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Also verbitte ich mich mal jeglicher dieser Kommentare. Ich schreibe die dann, keine Sorge. Ja, was ja mit deiner tollen Aktion von damals, wo du Kies genommen und so weiter. Gut, ich würde sagen, ach nee, jetzt bin ich dann zu. Die Sonne geht schon unter. Ich würde sagen, dann haben wir ein technisches Problem namens Tod. Tod und Verderben. Ja, so ungefähr. Ich würde sagen, wir latschen jetzt einfach mal los und suchen nicht mal die Gegend. Oh, ich habe noch gar nicht die Musik angemacht. So. Auf jeden Fall. Das wird jetzt, wie gesagt, als Ersatz für das Tech World Mod bekommen. Ich weiß noch gar nicht, ob das jetzt schon aufgekommen ist. Okay, das müsste eigentlich gekommen sein. Ja, also wie gesagt, auf Tech World habe ich nicht mehr so wirklich viel Bock. Ich meine, das hat man ja auch in den Aufnahmen gemerkt. Weil erstens, es kam kein mehr und zweitens, ach ne, jetzt wird das schon wieder, ja, juhu, Und naja, ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen. Auf jeden Fall, man merkt auch echt, dass die Map noch teilweise ein bisschen laggy ist, ne? Naja, wenn sich die neuen Chunks über, dann lag das doch ein wenig. Ja, ja. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass das hier keine Renderfehler sind. Das ist bei Jungs so plenty. Da ist der Renderfehler vorprogrammiert. Jax. Na gut, auf jeden Fall müssen wir irgendwie mal schauen, dass er ganz schnell. Ja, jetzt muss es nur aufhören zu lenken und ich kann sogar mich bewegen. Und zu Hause finden. Was ist das für ein Biom? Oh, Steine. Ein Steinbiom. Ich meinte hier diesen Wald, nicht die Steine. Ach so, ein Waldbiom. Magical Forest. Ach lol, das ist Silverwood. Hab Enderman gefunden. Schau dir mal in die Augen. Boah, ist das gerade noch ein Gelegge? Ja. Was denn? Mana Beans, ach du. Ja. Creeper. Kuschel mal mit dem. Okay. Na, vielleicht nicht, wenn ich die Lecks habe. Ich wollte gerade sagen. Hab ich gerade nur gesehen, wie der Creeper einfach noch stehen bleibt und sich auf einmal zu mir teleportiert. Naja, das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Nicht so wirklich. Der Gesundheit doch eher abträglich. Auf jeden Fall. Wir spielen das, wie ihr schon gemerkt haben, solltet vielleicht. Ja. Ich hab Standbild. Muss das sein? Keine Rückmeldung? Oh. Vielleicht guck mal, ob ich in der Zeit das Skelett auf dich gehetzt kriege. Ja, ich hab schon wieder bewegen. Vergiss es. Langweilig. Und das war's hier beim Bewegen. Alter, neuer Server, neue Map. Das wird anfangs noch lustig. Also grundlegend, wie gesagt, habt ihr jetzt schon gemerkt, wir spielen da ganz auf dem Server. Der Server wurde von Itrade gehostet, also, naja. Wo bist du da? Muss man nicht so wirklich viel zu sagen. Hat halt da noch ein bisschen... Nein, Mini-Scheißer! Ach, das Food-Gedöns ist auch schon wieder drin. Hä? Das Food-Gedöns ist auch schon wieder drin. Ja, ja, die Hüte sind dabei. Ich finde die aber auch richtig cool. Ja, die sind lustig. Mein Hut. Was ist? Nein! Komm! Was? Das klingt tödlich. Hä? Ich hatte halt einen Creeper, der ist explodiert. Ich habe keinen Schaden bekommen. Hab kurz diesen Schwindeleffekt bekommen und wurde teleportiert. Okay. Das war gerade der Ender-Creeper. Was mich jetzt ehrlich gesagt nicht einmal wundern würde. Alter, das wird ein lustiges Let's Play. Wie ziehe ich den Hut an? Da stand irgendwie, ich soll C drücken, aber das funktioniert nicht so wirklich. Keine Ahnung, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit 3,5 Herzen gerade am Weglaufen bin. Mit 3 Herzen?
Was? Warum bin ich vergiftet? Au! Ey, Sebastian. Wir werden so auf die Fresse bekommen! Ich kann dir mal so Grundlegend sagen, vielleicht habt ihr für Mods dabei sind. Der Twilight Forest ist dabei, Botania, Foamcraft. Ich glaube, Blood Magic ist auch dabei, Witchery. Ja, Biomes of Plenty, Natura, Tinker's Construct, Firmal Expansion, Ender IO ist wieder dabei, da freue ich mich schon wieder richtig drauf. War damals beim RBT einer meiner Lieblingsmods. Ich bin bald tot, wenn ich so weitermache. Ich sehe, sind die Bienen auch wieder dabei. Oh, Faustu ist auch dabei, cool. Also auf jeden Fall habe ich hier gerade vorbeilaufen irgendeinen Bienenstock gesehen, also nehme ich es mal an. Soll ich was sagen? Ich bin gleich tot. Wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg. Ja, ich habe noch 2 Herzen und 1,5 Keulen und da kommt schon ein Zombie. Wo rennen wir hier eigentlich? Was sind das? Außer in unseren Tod. Hier sind Mini-Endermen. Ich würde sagen, draufknüppeln. Mit 2 Herzen. Ja, das ist ein Mini-Enderman. Das ist garantiert nicht böse. Regnet es nicht auch? Ja, aber die stehen unterm Baum. Sag Baumfällen. Und was ist hier? Hier ist so eine komische Ruine. Ach, das sind... Ich bin ganz schnell hier weg. Ich bin richtig schnell hier weg. Oh, Mini-Endermen sind tödlich! Was hast du erwartet? Nein, Mini-Zombies sind tödlich. So. Mini-Endermen sind höchstwahrscheinlich auch, aber dazu bin ich nicht gekommen, das auszuprobieren. Ich bin gerade. Blauen Plörre durfte man nicht schwimmen, oder? Du durftest so wie in keiner Plörre schwimmen. Das ist traurig. Ich würde sagen, erste Folge schon hammer produktiv, sagst du? Wow, fuck it. Das ist aber schon bewusst, dass wir uns vor 30 Minuten schon verloren haben, ne? 30 Minuten vor allem, wir sind seit 7 Minuten unterwegs. Ja, wir sind Profis und 7 Minuten schaffen es, 30 Minuten zu verlieren. Auf jeden Fall, das lernt man heutzutage so. Ach, ich sehe dich. Wo bist du? Oh, ja. Hallo. Au. Ich hab doch ein halbes Herz. Wow, dann geht's mir sogar noch besser als dir. Ich habe noch 2 Herzen. Aha, ich hatte gerade auch noch 2 Herzen, aber das Skelett sah das anders. Aber gut. Ich würde nicht nach links gehen, aber fast entlang da war noch ein Skelett. Hier sind überall Skelette. Das ist traurig. Und hier ist ein Creeper. Hallo. Ich würde weggehen. Nein, die wollen kuscheln. Die sind ganz lieb. Und jetzt soll ich rennen. Ey, geil, hier ist ein Vulkan. Cool aus. Irgendwie ja. Das sieht echt awesome aus. Wir brauchen aber immer noch einen Platz, wo wir bauen, ne? Also ich hatte mal in Minecraft so einen Vulkan-Mod drin, der war totaler Mist. Das sah auch ungefähr so aus, nur ohne Lava außen. Dann hattest du ganz oben irgendwie so einen Block Lava drin. Ach, das waren die, ja. Kenn ich, weiß nicht mehr von welchem Mod, aber damals, als ich mit den Modpacks angefangen hatte, hatte ich via Fiesewies Ultimate gezockt. Habe ich auch bei einem YouTuber, das war bei Debito-LP gesehen, die hatten das auch gezockt. Und die hatten da so einen Vulkan und das war wirklich auch so ein schwarzer Vulkan und wirklich so eine Lavaquelle, wo sie bis unten abgepumpt haben. Oh. Hier ist eine Ebene. Ich würde sagen, wollen wir eine Ebene bauen? Ja, würde ich sagen. Eine Ebene ist immer gut. Jetzt müsste es nur noch aufhören zu laggen. Also mein Spiel ist gerade irgendwie stehen geblieben. Ja, da ist es wieder. Also mein Spiel ist stehen geblieben. Und ich bin gesüffelt. Ja, jetzt habe ich auch Standbild. Ja, ich auch. Also das ist jetzt bestimmt noch in den ersten 2-3 Folgen so, bis sich das ein bisschen eingefangen hat. Traurige ist, dass ich jetzt hier noch wieder pleite bin. Ich habe keine Rückmeldung. Und was machst du so? Puh, keine Rückmeldung haben. Ah, du auch? Jo. Und ich habe irgendwie ein Gefühl, wenn wir gleich wieder da sind, steht, du bist gestorben. Und das andere würde mich ehrlich gesagt wundern. Ja, das ist echt eine spannende Folge, muss ich sagen. Oh, doch, aber das Standbild ist echt sehr schön, muss ich sagen. Also wenigstens haben sie unser Gelaber und Musik. Da.
Was habe ich gesagt? Hm, wir gestorben? Sind, ja. Beide? Beide. Wundert mich nicht. Weißt du was? Wir haben ja hier. Wir haben hier noch eine Map. Jetzt muss ich nur noch, ja, was war das? Ja. Ah, hab wieder 5 und ich wurde getötet. Ah. Respawn. Ich würde sagen, wir porten uns jetzt einfach mal zurück für den Anfang. Ich glaube, ich mache das auch erstmal gerade Tag für die erste Folge. Wirklich gerade ist wieder Tag. Ja, ich habe es Tag gemacht und ich mache noch den Regen aus, damit das Weg noch ein bisschen was produktiv wird. Und komm, wir porten uns jetzt einfach mal zu der Stelle hin, wo wir gestorben sind. Jetzt muss ich nur noch die Map finden. Auf J, okay. Ja. Wie kann man sich Options, you vape, Waypoints, Teleport. Ich teleportiere mich jetzt. Ah, das ist. Ja. Was ich cool finde, hier gibt es auch die Grabsteine. Ah, cool. Ich glaube, das ist aber auch mittlerweile Pflicht in Modpacks. Ne. Habt ihr den Inventar gefunden? Ja, habe ich mitbekommen. Trägst du einfach Drogen mit dir rum? Ja, klar. Boah, den kann man ja gar nicht essen, ist ja langweilig. Du wolltest einen Pilz essen? Vielleicht. Wo ist mein Grabstein? Ah, da ist der Typ, der mich getötet hat. Was haben wir hier? Also ich habe schon eine Stahlschere und Kokol. Und du? Oh, ich habe einen Pilz. Wow. Sie gerade diesen komischen gefallenen Ritter mit den bloßen Händen. Oder besser gesagt mit einem Pilz. Ganz ehrlich, das kannst du, glaube ich, vergessen. Gleich ist er tot und er ist tot. Was ist denn das? Ein Hobgob. Ach du Kacke. Stimmt, das Morph-Gedöns ist auch drin, war ja was. Fallen Knight. Ja, so einfach hab ich gerade gelünscht. Ja. Ich kann auch aber irgendwie nichts. Ich bin ein Profi. Hm? Hab ich halt einen verwandelt und bin instant angefangen zu verbrennen. Achso, ja gut. Und damit habe ich jetzt offiziell noch ein halbes Herz. Du krepierst schnell, kann das sein? Ja, komm, das ändert sich noch in den nächsten Folgen, dann bist du dran mit dem Krepieren. Yay. gut, ich sammle aber schon mal ein bisschen Wolle für ein Bett. Also für zwei Betten. Und ich muss sagen, hier ist irgendwie so eine gute Gegend, finde ich. Bist du gerade im Wasser? Oh, ich bin hochproduktiv. Du bist ein Zintenfisch. Boah, ich bin hochproduktiv. Und ein Zintenfisch am Land. Hochproduktiv. Du weißt, was mit Zintenfischen am Land passiert, oder? Verwandel dich, verwandel dich, verwandel dich! Du bist so ein Profi! So, Pick ist gut. Warte okay, mal, kann ich dich eigentlich scheren? Nö. Du bist ein Kackschaf. Das ist blöd. Also ich habe jetzt mittlerweile schon 12 Wolle. Wie sieht es aus? Wollen wir hier in der Gegend bauen oder noch ein bisschen weiter laden? Was zum Teufel hast du schon das Eisen für eine Schere? Oder das, ist eine Stahlschere. Ich habe da vorne einen Dropper gefunden in dieser Ruine Gedönse und da war die Schere drin. 21 Cold Coke und 13 Creosote Bottles. Natürlich cool, der Baum ist fett. Baum? Ah, oh, der Baum da bis zur Skybox, der riesige. Ach, der. Boah, ich hab ne Idee. Ich hab die Idee. Was ist eine Mod drin, die Bäume sofort abholzt oder wie? Nö, das meinte ich nicht. Gibt's jetzt aber auch nicht. Und ich hab grad wieder Standbild. Ja, ich auch. Ah, jetzt geht's. Ah, bei mir noch nicht. Aber ich hab eine andere Idee. Lass mal einen Baum bauen. Okay. Das könnte lustig werden.
Da können wir irgendwie noch ringsherum mit sowas aufbauen. Oh, diese Legs sind einfach so gar nervig am Anfang. Sind die Aufzüge dabei? Die Elevator sind dabei, aber es gibt noch was Besseres, finde ich. Die Travel Anchor von, ja. Wie heißt es? End.io. Okay. Oh, und was ist an denen besser? Das wirst du sehen. Alter, das Huhn schnack ich mir. So, guck mal rein. Alter, war das gerade eine leckere Runde. Oh, oh, ich hab da was Geiles gesehen. Jetzt wünsche ich mir Glück. Ich schätze mal, die Cave Spider Spawner brauchen wir nicht, oder? Hm? Hier die Cave Spider, diese kleinen Spinnen, brauchen wir nicht, oder? Läuflich. Ich schaff das noch. Weil hier unter diesem Bäumen mit den Spinnennetzen, da ist immer ein Spawner und eine Truhe drunter. Ja. Weiß nicht, ob du das wusstest. Okay. Oh, was für ein Shit. Klar. Mundane Power Crystal, Logic Matrix Programmer, eine Nether Warz haben wir schon. Das ist Standard nett. Binding Agent, 3 Zinnbarren und ein Knowledge Fragment. Ah, ich weiß nicht. Ne, lass mal lieber noch weitergehen. Einen Baum zu bauen ist irgendwie komisch, finde ich. Auch wenn die Idee von mir kam. Wollen wir einfach hier vorne in der Ebene bauen? Können wir machen. Ja, hier haben wir auch so ein Dark Oakwood Biom. So, haben wir hier eine schöne Ebene. Hier ist schon mal direkt eine Höhle. Ja. Und ich glaube, die geht doch nicht sonderlich tief rein. Ja, ich glaube, am Anfang kommen wir über das Swipmine ein bisschen weiter, oder? Ja, denke. Ja, die Höhle geht keine 5 Meter weit rein. Ja, okay. Dann gehe ich mal gerade hier einen Baum fällen. Aber ich setze mir nochmal vorher einen Waypoint. Jetzt muss ich nur noch finden, wie das geht. Oh, New. Home. Nimm mir mal eine Farbe. Lila. Lila. Ja, das ist ziemlich lila. Remove. Ja. Ich mache hier schon mal so ein bisschen was Gras weg. Und setz mal ein paar von den Bärenbüschen hin, damit wir was so schnell was zu knuspern haben. Wo bist denn du? Was? Ich bin nur gerade. Ist es möglich, dass Hühner nicht schwimmen können? Doch. Und ich jetzt so fliege gerade als Huhn elendig. Okay. Getting wood. Nice. Vor allem kennst du ja eigentlich auch dieses. Oh, hallo! Der Typ hat ein Pferd und einen Bogen. Weißt du, ich baue hier gerade so ein bisschen Holz, aber auf einmal drehe ich mich um. Das ist ein Zombie. Was? Oh. Hochproduktiv in der ersten Folge, würde ich sagen. Komischen Ritterschmacken dazu zu bringen, auf den Zombie hier zu schießen. Ja, ich kämpfe gerade gegen zwei Zombies mit einem Herz. Oder beziehungsweise abgekämpft. Gut, dann porten wir uns mal zurück. Ich bin am Leben. Doch. Ja, du wurdest aber auch nicht von zwei Zombies auf einmal angegriffen. Doof. Warum regnet es eigentlich überhaupt schon wieder? Frag mich nicht. Ich glaube, den Regen müssen wir demnächst mal ausschalten. Also, wenn es regnet, dass wir den mal ausschalten. Es sei denn, es ist für Mods essentiell. Weißt du was? Ich mache den Regen nochmal gerade aus. Weil das ist jetzt echt gerade krass nervig. Ja.
Doof, doof, doof. Alter. Hm? Versuch mal gleichzeitig mit dem Skelett zu kämpfen und dann noch vor einem Creeper abzuhauen. Das geht einfach nicht. Ja, klingt etwas tödlich. Na gut, ich mach dann schon mal hier ein paar Betten für uns. Mache ich aber hier eine Crafting Station, wer es noch kennt, ne? Doof, doof. Doof, doof. Ich stelle dir erstmal provisorisch hier was hin. Oh gut, fress mal Zombie Brains. So. Ja, jetzt. Hier ist ein Creeper-Loch, aber okay. Und es wird nach, natürlich, was auch sonst. Alles andere wäre ja langweilig. Wo bist denn du gerade? Oh, Holz am Abhauen. Ungleich. Ich hoffe, dass ich gerade wirklich besoffen war, Hai oder irgendwas anderes, aber hier war gerade eine Pflanze, die sie sofort jetzt selbst hingepflanzt hat. Schon wieder. Chopper Plant Seeds. Prima. Oh mein Gott. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Kommst du mal zurück? Ich hab grad keine Wahl, ich hab ein paar Skelette am Arsch und noch 1,5 Herzen. Andernfalls, ich bin gerade bei den Betten, ich leg mich schon mal rein. Kannst du mal schnell disconnecten oder so? Ah, nee. Ach, das ist geil! Das ist echt geil! Von uns muss dann nur einer schlafen. Das ist echt mal nice. Gut, aber ich würde sagen, wir sind schon 22 Minuten dabei. Ich würde sagen, für die erste Folge reicht das erstmal, oder? Ja, wir haben schließlich schon so viel geschafft. Oh jetzt ja. Und waren so produktiv. Ja, wir haben zwei Betten. Und ich habe Sticks. Nice. Na gut, ich würde sagen... ging das bei denen in Ordnung? Ja. Ja, das sind die normalen Büsche da. Aber auch geil. Wie wollte ich gerade sagen? Geht das mit denen? Geht das in Ordnung? Aber gut, ich würde sagen, wenn euch die erste Folge gefallen hat und das Display soweit, außer relax, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft Direwolf 2017, kein Evolve oder so Gedönse mit den beiden Chaoten hier. Ja, und ciao. Ciao.